Vorsicht vor Finstergeist. Oh ja, hier kommt ja wieder ein Finstergeist. Genau. Und ich höre Viehzeug rumkrabbeln. So, das Viehzeug ist schon mal weg. Fenstergeist müsste da kommen, wenn ich da rausgehe. Deswegen werde ich erstmal hochklettern. Mich drüber freuen, dass hier eine Truhe ist. Mitsamt dem Heiligtumsschild. Und ja, dass hier oben Fackeln sind, die ich anzünden kann. Man sieht, wir sind direkt gegenüber des Startleuchtfeuers des DSC-Gebiets. Wir können hier jetzt mal die Fackeln anzünden, einfach aus Dekozwecken. Viel mehr bringt das nämlich nicht. Ich mache es trotzdem einfach, weil es schicker aussieht. So, jetzt kommt der Finstergeist eigentlich. Gleich. Ja, Invasion vom Feldschild Baldir. Oh, mit was er mich auch immer da gerade verflucht hat. Er trägt übrigens eine Benarike-Rüstung. Au. Achso, ich kann. Er hat mich geästust. Okay. Ich kann das Leuchtfeuer nicht benutzen, aber ich kann es anditschen. So. Jetzt muss ich warten, bis das Estos ausgeklungen ist. Wow. Jetzt nämlich. Okay, er hat mich nicht getroffen dieses Mal. Au. Okay, aber ich kann ihn backstabben. Und den Backstab kann ich nutzen, um was zu trinken. Und den nochmal zu backstabben. So, Feldschild Baldir wurde besiegt. Und ich kriege ein Menschenbild von ihm. Okay, jetzt sind wir hier ganz oben auf dem letzten Turm. Da drüben ist das Leuchtfeuer. Hier kann ich den Aufzug holen. Ja, und könnte hier durch die Nebelwand gehen. Das mache ich allerdings nicht, weil da ist wieder das Koop-Gebiet. Das weiß ich allerdings noch. So, sondern ich kann mich jetzt hier unten umsehen. Das werden wir jetzt noch machen in dieser Aufnahmesession. Fackeln. Jo, nicht lange fackeln.
Hier ist nichts und niemand. Dunkles Großschwert ist ein Zauber, ja. Ja, und jetzt haben wir das Problem. Wir könnten theoretisch darüber springen. Und von da aus weiter. Das versuche ich mal. So. Und von da aus wieder hier runter. Denn genau das haben wir jetzt aktiviert. Diesen Weg hier. Also diese Abkürzung hier. Den Turm hoch und runter. Hier sind wir... Ne, hier sind wir nicht vorhin abgesprungen. Oder? Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Hier sind wir abgesprungen. Ja, und hier ist der Weg. Okay, gut. Das heißt, wieder nach oben zum Leuchtfeuer. Dann haben wir den das Stück auch abgeschlossen. Jetzt bleibt uns noch der Korridor. Der Korb-Korridor hier hinten, den wir allerdings als letztes wieder machen werden. Zum Glück ist es dieses Mal nur einer. So, was können wir noch wegpacken? Heiligtumsschild. Ein merkwürdig aussehender Schild, einer der Schätze des versunkenen Königs. Eine Mischung aus mystischem Holz und heiligem Glockeneisen macht diesen Schild als Beschleuniger für Wunder und Zaubereien einsetzbar. Die meisten Wunder und Zaubereien aus der heiligen Stadt gingen verloren, doch die Qualität ihrer Rüstung und Schilde lässt auf höchst fortschrittliche Handwerkskunst schließen. Jo. Ich würde mal sagen, da ich jetzt die Aufnahmesession in 5 Minuten vorbei ist und ich nicht mehr noch nicht weitergehen will. Also ja, Shulva haben wir jetzt abgeschlossen mit dem Gemach der Priesterin. Und beim Drachenheiligtum fehlt uns noch ein... Also beim Heiligtum des Drachen fehlt uns noch ein Leuchtfeuer. Das wir nachher finden werden, was sehr wichtig ist, was ich damals nicht gefunden habe. Erst als ich zugegebenerweise nachgeguckt habe, wo das Leuchtfeuer ist. Und dann das hier ist das Leuchtfeuer vor dem... Endboss, so wie hier das Leuchtfeuer vor dem Fume Knight. Jo, dann würde ich mal sagen, reisen wir jetzt erstmal ins Dazwischen und gucken mal, dass wir die Steine, die wir noch haben, loswerden. So kann ich wenigstens die Zeit noch sinnvoll nutzen. Weil ich habe gerade gesehen, ich habe doch recht viele Steine übrig. Also versteinerte Etwasse und seidige Steine. Vielleicht haben wir Glück und kriegen ein paar Titanitbrocken für unsere Rüstung. Dum, 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 dum. So, was haben wir denn alles? Erstmal die Prismasteine, damit wir den Schrott loswerden und neuen Schrott bekommen. Wenn die Zeit noch reicht, gehen wir schnell zum Gavlan verkaufen. So. Was kriegen wir denn? Gelbes Kraut. Abfall. Abfall. Ein Heimatknochen, den wir nicht mehr brauchen. Eine schwindende Seele. Orangene Blüte. Menschenbild, das ist gut. Abfall. 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 Okay. Legen wir Menschen die seidigen Steine ab. Diesmal vorsichtig, dass wir nicht aus Versehen einen verschwenden.
So. Ich höre die Basilisken im Hintergrund. So, was kriegen wir? Seele eines stolzen Ritters. Einen Magierstein. Noch ein Menschenbild. Ist immer nicht verkehrt. Glitzer des Titanit, was wir nicht brauchen. Fossiler Drachenknochen. Noch ein Menschenbild. Roter Augapfel. Göttlicher Segen. Ein Mitternachtstein. Noch ein göttlicher Segen. Und das war's. So, dann legen wir noch die vier versteinerten etwas ab. Dreizack des Kanalisierers bringt uns nicht viel. Alte Peitsche haben wir auch schon. Noch eine alte Peitsche. Und den Dämonengroßhammer haben wir alles schon. Okay, die Krähenlotterie ist heute nicht nett zu uns gewesen. Ups, zurück. Ja, komm, nehmen wir uns die Minute noch und verkaufen das Zeug bei Gavlan. Dumm-di-dumm. Tore des Pharos. Hierher. So, den Mastodon können wir in Ruhe lassen. Wir müssen nur ihn hier loswerden. Was jetzt aber nicht so das Problem ist. So, Gavlan. Ich habe einen Odachi für dich, was ich nicht mehr brauche. Ich habe einen Schwarzstahlkatana. Eine Kampfaxt, die Dämonengroßhammer. Die beiden Sachen nicht. Das da. Alte Peitschen. Die Glocke. Das Ding. Und das ganze Zeug hier. Ja, das ganze Alone-Zeug, was wir gesammelt haben, als wir Sir Alone da bekämpft haben. Ringe und so wollen wir nicht verkaufen. Komm, die Holzbolzen. Können mal weg. Nein, die schweren Bolzen mal nicht. Genauso wenig wie die ganzen Pfeile. Rote Blüten können weg. Der kann weg. Bomben und so weiter will ich behalten. Wurfmesser auch. Die Jauchelküchlein können weg. Die Dinger können weg. Der Abfall kann weg. Ja. Und alles andere brauche ich eigentlich noch. So. Aussortieren, nach Machulla zurück. So wie die Dinger. Das Teil. Ja. Was eigentlich schon. Okay, den Dämonengroßhammer haben wir schon hier. Yep. So wie den Dreizack des Kanalisierers und die alte Peitsche. Ja, und alles andere ist okay. Also, Machulla. Jo. Und dann gibt es von mir erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.